Ich bin sehr froh, dass wieder so viele hierher gefunden haben zu unserer Veranstaltung. Leider ist es vorerst die letzte Veranstaltung in diesem Semester. Und ich habe heute die Ehre, ein kleines Resümee zu ziehen. Vorab muss ich erstmal sagen, ich bin unglaublich froh darüber, was wir alles geleistet haben in den letzten anderthalb Jahren. Wenn ich darauf zurückblicke, was wir bisher so geschafft haben, was vor uns lag, was hinter uns liegt. Und ich bin auch unglaublich stolz auf meine Freunde, also auf unsere Gruppe, die das hier alles bewerkstelligt hat und dafür gesorgt hat, dass das hier alles so gut läuft. Und dafür vielen Dank an euch auf jeden Fall. Julius Kühn hat vor 153 Jahren hier in Halle das Landwirtschaftliche Institut gegründet. Und für ihn war es eine Herzensangelegenheit, dass Praxis und Wissenschaft sich zusammen vereinigt. Und genauso für uns war das auch ein Beweggrund, dass wir hier verschiedene Praktikern versucht haben, eine Fläche zu bieten, damit sie dann hier ihre verschiedenen Bewirtschaftungsformen vorstellen können. Wir wollten ebenso aufklären und zu Diskussionen anregen. Und ich hoffe, das ist uns auch gelungen. Es war uns sehr wichtig, quasi der Gesellschaft wieder die Landwirtschaft näher zu bringen und sie wieder mehr in den Mittelpunkt von uns allen zu ziehen, mehr präsenter zu machen. In der gegenwärtigen Situation auf unserer Welt ist es ja so, dass es einige Ereignisse gibt, die in der Landwirtschaft begründet sind. Es gibt einige Herausforderungen, die existieren, wie zum Beispiel die Welternährung oder Klimawandel oder zum Beispiel Revolution. Und ich hoffe, dass unsere Veranstaltung gezeigt hat, dass es notwendig ist, dass das System unserer Lebensmittelproduktion verändert werden muss, weiterentwickelt werden muss, hin zu mehr Gerechtigkeit für Tier und Natur. Ich hoffe auch, dass wir die Leute wachrütteln konnten, dass jeder Einzelne von uns fähig dazu ist, etwas zu verändern, dass wir die Möglichkeiten haben, die Macht haben, in unseren Händen haben, jeden Tag wieder aufs Neue etwas zu verändern, indem wir zum Beispiel in den Supermarkt gehen und uns bewusst entscheiden dafür, welches Produkt wir kaufen wollen, ob regional oder von weiter weg, oder ob wir zum Beispiel in die Mensa gehen und uns für ein bestimmtes Gericht entscheiden. Ich will damit nur zeigen, dass es halt möglich ist, dass selbst so kleine Sachen schon, obwohl man halt immer denkt, was soll ich denn machen, was kann ich machen, dass so eine kleine Sachen schon viel bewirken können. Denn wir haben gesehen, dass es Zeit ist, etwas zu verändern. Denn weiter wie bisher ist keine Option. Kommen wir nun zu unserem Vortrag. Es geht heute um Düngung der Zukunft. Und wie wir vielleicht alle wissen, sind unsere Düngerreserven, speziell Phosphor, begrenzt. Es gibt nur vier Regionen auf der Welt, vier große Regionen, in denen Phosphor abgebaut wird. Und man vermutet, dass in ungefähr 80 Jahren wahrscheinlich die größten Reserven aufgebraucht sind. Und das soll uns zeigen, dass es eine Dringlichkeit gibt, etwas daran zu ändern, diesen Abbau und die Quellen, die wir haben, nachhaltig zu nutzen. Es ist nämlich so, dass wenn wir es abgebaut haben, es von unserem Acker in unsere Flüsse, ins Meer und dann erstmal verschwunden ist. Und dort richtet es große Probleme an, die man auch tote Zonen nennt. Dadurch werden verschiedene Ökosysteme zerstört. Deshalb ist es wichtig, um dem vorzubeugen, dass wir lokale Stoffkreisläufe schließen. Und um ein paar Perspektiven aufzuzeigen, haben wir heute dieses Thema Düngung der Zukunft dargestellt. Und ich möchte einmal gleich vorstellen, da komme ich gleich zu unseren ersten Referenten, Herr Professor Stefan Geht. Er hat ebenfalls wie unsere Gruppe Agrarwissenschaften studiert und ist momentan Professor an der Justus von Liebig
Universität in Gießen und hat die Professur inne für Abfall- und Ressourcenmanagement. Er ist Sprecher des Technologiebeirats von Hessen und engagiert sich für verschiedene Arbeitsgruppen. Er ist ebenso Mitglied der Deutschen Phosphor-Plattform, genauso wie unsere nächste Sprecherin, Frau Doktorin Stefanie Fischinger. Sie ist Teil der Geschäftsleitung von Bioland und ist zuständig für die Forschung. Ihre Aufgabe ist es, speziell für den Bioland-Betrieb die Entwicklung von Techniken voranzutreiben und dann, dass man die dann in der Praxis umsetzen kann. Zuerst wird Herr Professor Geeth über die Herausforderungen von Stoffflüssen berichten und dann Lösungsansätze zu den Schließungen von Stoffkreisläufen zeigen. Darauf folgt dann Frau Fischinger, die dann mit dem Bezug auf den Ökolandbau noch näher dazu eingehen wird. Vielen Dank. Ich hoffe, ja, ich wünsche uns allen viel Spaß. Hallo? Doch, jetzt geht's. Jetzt, es kommt, ne? Ja, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, mit Ihnen in die Diskussion zu kommen, zu einem Thema, was in der Tat immer wichtiger wird. Allerdings merken wir es nicht. Wir könnten heute auch eine Sitzung haben über Kraftstoffknappheit, Knappheit fossiler Energieträger. Wir merken es aber nicht. Denn wenn wir jetzt zur Tankstelle fahren, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, in Gießen gab es gestern Kraftstoff unter 90 Cent, den Liter, Diesel. Und keiner macht was. Und der Preis, das sagen einem die Ökonomen immer, ist normalerweise ja ein Spiegelbild von Angebot und Nachfrage und auch von Knappheit. Ähnlich ist es mit dem Phosphor, viel zu billig. Und der Stickstoffdünger, der ja von Energie sehr stark abhängig ist, ist dadurch auch billig. Und ich möchte Sie in der Tat so ein bisschen in das Thema reinführen, wie gehen wir mit den Ressourcen um und wie knapp sind sie wirklich? Denn was wir heute tun, und wir reden immer von Nachhaltigkeit, das tun wir zulasten unserer Kinder und Enkelkinder und Enkelkinder, Enkelkinder. Ja, ich bin an der Universität Gießen, in der Tat, habe Landwirtschaft studiert, dann in der Bodenkunde promoviert. Der Reinhold Jahn, mit dem war ich mal, der hier die Bodenkunde hatte, mit dem war ich an der TU in Berlin zusammen tätig. Und jetzt habe ich halt diese Professur schon seit langen Jahren. Mein Motto ist Einfälle für Abfälle. Es geht um die Schließung von Stoffkreisläufen. Das war der Kerngedanke. Nebenbei habe ich auch noch beschäftige mich mit Algen und verschiedenen anderen Dingen. Herzlich gerne können wir darüber vielleicht noch ins Gespräch kommen. Ja, Sie haben vorhin in der Anmoderation so schön gesagt, Herr Kühn, 153 Jahre zurück. Ich komme von einer Universität, die heißt Justus Liebig. 160 Jahre zurück. Die Generation unserer Väter und damals, also für die jungen Leute ist das ja knapp nach der Eiszeit, aber für uns ist es in der Tat so, die haben die gleichen Fragen gestellt, die wir heute auch stellen, auf einem anderen Niveau. Aber sie haben sie stellen müssen und da will ich sie mitnehmen, mal in eine Gedankenwelt, die mich umtreibt, die auch die Kollegen der Deutschen Phosphor-Plattform umtreibt, allen Menschen, die sozusagen ein Bedürfnis haben, den Bedarf zu decken. Ja, jetzt werden Sie sich fragen, warum stellt er hier so ein Bild vor? Das ist ein Foto, das wurde mir mal geschickt von dem Herrn Angerer vom Umweltbundesamt. Und wenn man sich dieses Bild anschaut, dann denkt man, was hat das jetzt mit Düngung zu tun? Mit Schließen von Nährstoffkreislaufen. Und wenn man mal genau schaut, dann sieht man dort zwei Arbeiter und die Arbeiter haben wahrscheinlich ihr Tagewerk verrichtet. Sie räumen auf, sie haben sozusagen diese schwarzen Dinge gesetzt, diese Poller da. Ist nicht in Deutschland, aber es könnte in Deutschland genauso passieren.
Sie haben die Poller gesetzt, jetzt räumen sie auf, freuen sich schon, sie sind noch in Zeiten der Hochzeit, sie freuen sich noch auf den Ehepartner und so und sagen sich, gleich bin ich zu Hause. Und dann geht's los. Ja. Sie haben nicht gedacht beim Arbeiten. Sie haben nicht gedacht, dass da was anderes sein könnte, dass sie wieder raus wollen aus dieser Falle. Augenscheinlich ist es so, da ist keine Lücke frei für das Auto und ich frage mich schon, wie sie wieder rauskommen aus dieser Falle. Ja. Ja. Aber so ist das Leben. Und ehrlich gesagt, Sie, die Sie jetzt vielleicht so 25, 26 Jahre alt sind, Sie müssen noch mal 40 Jahre arbeiten, hoffentlich nicht viel, viel, viel länger. Dann ist es, wir haben jetzt 2015, es ist 2065, also ich denke in eine Welt hinein, wo es gewaltig anders sein wird. Gewaltig anders sein wird und es kommt darauf an, in der Tat, in unserer Arbeit, sowohl an den Universitäten als auch in den verschiedenen Tätigkeiten des Berufs, immer wieder zu überlegen, ist das, was ich jetzt tue, wirklich noch zeitgemäß oder verbaue ich mir die Zukunft? Ja, und das zur Einführung vielleicht auch noch, also die Professur hat was mit Ressourcen zu tun und das gehört alles zusammen, wie so ein Uhrwerk. Wenn ich heute über Düngung denke, nachdenke, dann muss ich über Ressourcenschutz denken, dann muss ich über Ernährungssicherung denken und da kommen ja nochmal 2 Milliarden Menschen dazu und ich muss über Klimaschutz denken und alles gehört zusammen. Mein Pflanzenbauprofessor, das war der Herr Bäumer in Göttingen, der hat immer gesagt, kein Spaß ohne Reue. Recht hat er. Und das ist es. Es gehört vieles zusammen und auch in der Anmoderation, ich fand das so schön, man kann das gar nicht in eine Vorlesungswelt hineinpacken, in so eine 6-stündige, es waren 6 Termine oder so ähnlich. Ja, man kann es gar nicht hineinfassen. Wir rebellieren doch nicht, wenn wir ein Danone-Teil, das ich nenne diese Firma ruhig, das ist dieser Joghurt-Mix, der kostet 1 Euro. Warum kostet der Euro, dieses Teil 1 Euro? Das sind Themen, die mich beschäftigen, ein Lebensmittel. Weil wir von den 10 angebotenen 8 wegschmeißen oder 7, weil es nur 3 Trendsetter gibt in der Regel. Wir nennen das Abschriften in der Lebensmittelbranche. Also, alles gehört zusammen und wenn ich über lokale Stoffkreisläufe rede, dann betrifft es in der Tat auch das Denken an Abfällen. Das will ich Ihnen zeigen. Das heißt, wir müssen in Zukunft mit immer weniger, immer mehr erreichen. Wir müssen effizienter werden. Wir müssen aber auch auf Bedarfe vielleicht verzichten. Also nicht alles haben wollen und nicht alles in der Vielfalt haben wollen. Und wir müssen überlegen, wie kriegen wir denn in der Tat etwas wieder zurück von dem, was wir der Erde entnommen haben. Ja. Das passt so schön. 153 Jahre zurück, habe ich jetzt schnell mal überlegt vorhin, als Sie die Zahl sagten, da sind wir so bei 1800, schlag mich tot, 1860 so in der Preislage. So ungefähr. Wir wären hier. Das ist ein Bild aus einem preußischen Archiv. Über den Zusammenhang zwischen einem Nahrungsmittel, dem Roggenpreis, Mark pro Tonne, es war kein Euro damals, es war irgendwie eine Reichsmark, und der sogenannten Geburtenschuss-Überschussziffer, das heißt einem Verhältnis von Geburten und Sterblichkeiten. Wenn die Geburtenüberschussziffer niedrig ist, gab es mehr Sterblichkeiten als Geburten und umgekehrt. Das waren die Fragen der damaligen Zeit. Wie kriege ich das Volk satt? Und wie kriege ich es kostengünstig satt? Natürlich, wenn ein Gut knapp ist aufgrund schlechter Ernten, dann war der Preis hoch und entsprechend war umgekehrt die Geburtenüberschussziffer klein. Das heißt, hohe Preise, hohe Sterblichkeit. Und wir tauchen jetzt wieder ein in eine Falle in 40, 50, 60 Jahren, wenn wir uns dieser Falle nicht bewusst sind.
Nämlich die Falle war nicht Klimawandel zu damaliger Zeit, Trockenheit, sondern gut, auf den Böden der Mark Brandenburg kann das schon passieren, den Sandböden, aber es war in der Tat eine Frage von Nährstoffen. Und einer der Nährstoffe ist sicherlich der Phosphor. Und wir brauchen ihn. Wir alle reden, ich selbst, von sogenannten Lebensmitteln, das Neodym im Magneten, die seltenen Erdenmetalle in meinem Smartphone, das sind alles neue Lebensmittel für mich. Aber es gibt nur ein Lebensmittel, was in der Tat essentiell ist, das ist der Phosphor. Und Sie hatten in der Anmoderation auch gesagt, 80 Jahre, lassen Sie es, ich komme auf so eine Zahl nochmal, lassen Sie es 100 oder 200 Jahre sein. Ich benutze immer gerne Bilder. Wenn heute in einer Zeitung stünde, in 200 Jahren schaltet sich die Sonne aus, weil sie nicht mehr da ist, dann würden wir nervös werden, weil kein Phosphor mehr da ist. Wenn jeder von uns keinen Phosphor mehr hat, haben sie nichts mehr für den Knochenbau, für ihren Energiestoffwechsel und für die DNA. Und jedes Lebewesen braucht ihn. Und wir denken nicht dran. Ein Mensch braucht in einem Leben, 80 Jahre alt, ungefähr 150 Kilogramm Phosphor. 150 Kilogramm P brauchen wir. Die speichern wir nicht, aber es ist mein Umsatz. Denn wir scheiden pro Tag ungefähr 1,7 Gramm P wieder aus mit Kot und Haaren. Das heißt, wir haben eine Frage von Nährstoffen zu beantworten und dazu zählt in erster Linie der Phosphor. Man könnte glattweg sagen, auch der Mensch ist eine Quelle von Phosphor, wenn er denn Asche ist. Muss man sich fragen. Ja? Bei 10 Milliarden Menschen und den 700 Gramm ist da was drin. Ja gut, Justus Liebig, also ich gehe wieder zurück in die Zeit, 1860, damals gab es noch keine Smartphones, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, E-Mails auch nicht, aber trotzdem konnten die Menschen kommunizieren. Der Justus Liebig war sogar in London und die Kläranlagen in London haben etwas mit Justus Liebig auch zu tun. Der ist zum Baron gekürt worden, sogar in London, 1865. Und da hat es etwas mit der Nährstoffrückgewinnung und den Kläranlagen zu tun. Wenn wir heute aufs Klo gehen, sind wir uns gar nicht bewusst, dass vor 150 Jahren die Kläranlage noch gar nicht Stand der Technik war. Die ist gut und gerne erst mal 100 Jahre alt, ein bisschen mehr. Aber das waren die Anfänge. Und die Kläranlage, die hatte etwas zu tun, in der Tat, mit der Frage der Nährstoffrückgewinnung. Und Justus Liebig, den ich wirklich schätze, und ich kann Ihnen nur eins sagen, wenn Sie mal nach Gießen kommen, dann seien Sie herzlich eingeladen in das noch bestehende alte Labor von Justus Liebig, das ist es. Dort werden noch zeitgenössische Filme gedreht. Wenn zu uns Besucher aus den USA oder aus Russland kommen, dann haben die einen Ansinn. Wir wollen ins Liebig-Museum. Wenn ein Deutscher kommt, der weiß noch nicht mal, dass es ein Liebig gab. Also herzliche Einladung. Es finden dort wunderbare Vorlesungen auch statt, noch mit Liebig 2, Liebig 3 und so weiter. Also ein paar ältere Herrschaften aus der Chemie. Ja, und der hat ja dieses Tonnenbild mit seinen Kollegen, mit Sicherheit nicht er alleine. Er hat sich aber häufig den Hut aufgesetzt, diese Tonne der Knappheit und des Minimumfaktors überlegt. Und das ist auch gut so in der damaligen Zeit so gewesen. Ist sicherlich ohne PowerPoint eine gute Präsentation gewesen. Wo kriegte man denn den Phosphor her? Der Phosphor war, wie heute auch, ich kann das bei den Baumärkten kaufen, Guano, also von Komoranen in Südamerika ausgekotetes Material. Das wurde dann gesammelt und nach Europa gebracht und dann ging das entsprechend auf die Felder. Andere Quellen von Phosphor hatte man nicht. Stickstoff hatte man die Leguminosen, Kalium gab es in Deutschland, wusste man schon, irgendwann mal zu nutzen, aber Phosphor war das limitierende Element in der Fruchtfolge ganz klipp und klar. Umso wichtiger war es, diesen Nährstoff zurückzuholen. Und ich freue mich in der Tat, heute einen Brief vorzulesen, der ist immer noch zeitgemäß. Und es ist der 50. Brief
von dem Justus Liebig, und das ist vor 3, 4, 5 Rechtschreibreformen. Also ich habe mich nicht verschrieben, aber allerdings das Format hat sich ein bisschen geändert hier. Und da heißt es, ich darf es vorlesen, es gibt ein Rezept für die Fruchtbarkeit unserer Felder und für die ewige Dauer ihrer Erträge. Ein jeder Landwirt, der einen Sack Getreide nach der Stadt fährt oder einen Zentner Reps oder Rüben, Kartoffeln und so weiter, sollte ebenso viel, womöglich mehr in Klammern, von den Bodenbestandteilen seiner Feldfrüchte wieder aus der Stadt mitnehmen und dem Feld geben, dem er sie entnommen hat. Man wusste noch nicht, die Nährstoffe richtig zu fassen. Außerdem muss er ja auch mit den Landwirten reden können. Bodenbestandteile war also etwas mit Nährstoffen, hatte was zu tun. Das war ein nachhaltiger Ansatz. Ich bringe etwas hin, muss ich auch wieder was wegnehmen. Ja, und das hat er begriffen, jedes Korn, jedes Getreide hat entsprechend etwas gegeben und das will er wieder zurückbringen. Und daher, die Landwirte sollten mit vereinigten Mitteln Anstalten zur Aufsammlung der menschlichen und tierischen Auslieferungen begründen und ihre Überführung in eine versendbare Form bewerkstelligen. Der Beginn von Latrinen, von Kläranlagen. Um dies möglich und ausführbar zu machen, sollten die Regierung und Polizeibehörden in Städten Sorge dafür tragen, dass durch eine zweckmäßige Einrichtung der Latrinen und Kloaken einem Verlust an diesen Stoffen vorgebeugt wird. Wie zeitgemäß in der Tat, sich dieser Frage zu widmen. Aber der Druck war groß. Bei uns ist ja der Druck gar nicht groß, wir merken den ja gar nicht. Das Getreide ist billig, das Brot ist billig. Hier in Mitteleuropa oder in Europa haben wir das nicht, aber damals in der Tat war es ganz anders. Ja, und so war die Subsistenzwirtschaft geschaffen. Das war das Modell von Justus Liebig. Also ich hole mir die Nährstoffe, die ich in die Städte bringe. Und die Urbanisierung hat sicherlich dazu beigetragen, dass diese Kreisläufe auch immer größer wurden und immer entzerrter wurden, dass dann dieses Material wieder zurückfließt. Wir haben heute Bioabfallsammlungen, wir haben heute ein funktionierendes Kanalsystem und mit Kläranlagen sind wir gut ausgestattet in der Tat. Also wir können das. In den Entwicklungsländern sieht es anders aus, aber wir können es. Das Problem, was wir nur haben, ist, dass zu Justus Liebigs Zeiten die Kreisläufe ansatzweise geschlossen waren und dass Stoffe, die ich jetzt mal als rot bezeichne, im Sinne von Stoffe, die gar nicht da reingehören, im Abwasser haben. Namentlich Hormone, namentlich Antibiotika, namentlich Nanomaterialien. Denn mit jedem Waschvorgang und jedem Peeling, und ich finde diesen Scheiß wirklich furchtbar, gelangen Stoffe ins Abwasser, die da gar nicht reingehören. Mikroplastik. Ja. Jede Zahnpasta hat heutzutage Stoffe, die wir nicht brauchen im Stoffkreislaufsystem. Und jetzt fängt es wieder an. Mein eingebauter Wagen, das Bild an erster Stelle, ist dann wieder, irgendwann wird zum Problem. Das ist das eine. Das zweite, wir müssen Kreisläufe schließen, meines Erachtens, weil die Energie, die wir aufwenden für das Produzieren von Stickstoff oder von Düngern, sehr hoch ist. Also wir haben immer einen Rucksack an diesem Hängen und das wissen wir gar nicht. Oder haben Sie schon mal einen Carbon Footprint vom Stickstoffdünger erfahren? Vielleicht im Studium, ich weiß es nicht. Ja, doch schüttelnder, bejahender Kopf. Wir drücken das aus in dem sogenannten kumulativen Energieaufwand. Das ist der gesamte Aufwand, der da drin steckt in der Produktion, in der Wertschöpfungskette des Stickstoffdüngers. Und Sie sehen, da steht eine Zahl von 51 Megajoule. Das entspricht ungefähr 1,2, 1,3 Diesel-Äquivalenten. Das heißt, ein Kilogramm Stickstoff ist ein Liter Diesel, kann man sich vorstellen. Ich finde es viel. Und wenn in der Landwirtschaft zu viel gedüngt wird, und das betrifft mineralischen Dünger, dann ist in der Tat irgendwas falsch, weil damit erstens Energie verbraucht wird, und zwar fossile, und zweitens damit noch die Treibhausgasemissionen vorankommen. Wenn wir wirklich wahr machen, was die Welt beschlossen hat im Jahr 2001,
2100 frei von fossilen Energieträgern zu sein, könnte man prognostizieren, haben wir keinen Stickstoff mehr nach dem Haber-Bosch-Verfahren. Weiß ich nicht. Können wir nachher mal diskutieren. Das Zweite, was wichtig ist, ist in der Tat die Verfügbarkeit. Und Phosphor und wir, die wir uns mit ressourcenstrategischen Fragen beschäftigen, haben nicht nur die Frage der Vorräte im Blick, sondern auch die Frage der geopolitischen Verfügbarkeit. 50-70% des gegenwärtig bei uns ankommenden Phosphors kommt aus Marokko, Algerien, einer Krisenregion. Eine große Industrie, Deutschland, der größte Phosphorsäurehersteller, hat mir mal gesagt, wenn in Marokko, Algerien ein Exportstopp ausgesprochen würde für Phosphor, hätten wir nach 4 Wochen kein Phosphor mehr hier. Das ist gewaltig. Wir haben viel Phosphor in Krisenländern, jedenfalls nicht in Europa. Und wir drücken das aus in der sogenannten statischen Reichweite. Statisch, weil wir annehmen, dass über die Jahre, die wir betrachten, der jährliche Gebrauch, der jährliche Abbau gleich bleibt. Ja, ist nicht zu erwarten, weil ja immer mehr Menschen dazukommen, ist nicht zu erwarten, dass das gleich bleibt. Aber es ist zumindest ein Indiz erstmal. Also die Zahl ist eine Größenordnung, die nicht ganz aus den Sternen gegriffen ist. Sie deutet aber an, dass irgendwas im Bereich von mehreren 100 Jahren oder 100 Jahren ins Wanken bringt. Und das macht uns wirklich Sorgen. Das Zweite, ja, wenn etwas knapp wird, ich habe es heute nochmal aus dem Internet geholt, wenn es etwas knapp wird, müsste ja der Preis das widerspiegeln. Nichts davon ist wahr. Der höchste Preis, und das war wirklich ein Nachfrageboom, das war nicht nur Spekulation, war 2008. Da waren auch die Preise für Nahrungsmittel hoch. Mittlerweile steigen die wieder ein bisschen an, aber Energiepreise niedrig, da wird der Phosphor gleich auch wahrscheinlich auch wieder nachziehen. Also wir sind viel zu billig. Primärrohstoffe sind zu billig. Und wenn wir uns über Sekundärrohstoffe Gedanken machen, die wir aus dem Abwassersystem holen, die im Vergleich zu den Preisen den Faktor 5 bis 10 teurer sind, dann wird es kein Schließen von Stoffkreisläufen geben, weil der Kunde nicht bereit ist, ohne ein Zumischungsgebot eines Sekundärphosphors beispielsweise in den Mineraldüngersack dieses entsprechend zu tolerieren, zu fördern. Also wir haben knappe Vorräte, wir haben die Landwirtschaft, die zu 95% den Phosphor nutzt weltweit, also bei uns jedenfalls hier, 95%, aber das ist ein Spiegelbild der Welt, der Industriewelt jedenfalls. Es gibt immer noch Phosphor, in Waschmitteln nicht mehr. Kennen Sie ein Spülmittel, in dem Phosphor enthalten ist? Geschirrspültabs enthalten Phosphor. Fragt man sich, muss das sein? Großer Bedarf ist in der Lebensmittelindustrie, jede Cola enthält Phosphorsäure. So, und ein letztes, dann ist der Bogen sozusagen von der Knappheit eines Gutes auch nochmal beleuchtet aus der Sicht der Schädlichkeit und des Ressourcenverbrauchs. Eine Ressource, die immer knapper wird, in der Konzentration in einem Gestein, die führt dazu, dass ich immer mehr Abraum habe. Der Mensch zur Eisenzeit baute ja Konzentrationen an Eisen ab, waren hier. Er musste wenig Eisen bewegen, Gestein bewegen. Mittlerweile sind wir eher in dem Bereich. Gerade beim Kupfer ist das eine Spitzenrolle. Das heißt, auch beim Phosphor. Wir müssen für immer weniger, immer mehr tun. Ist damit verbunden. Ich muss mehr Gestein transportieren, ich muss mehr machen. Energieverbrauch, Aufwand und natürlich Narben in der Erde. Und auch das gehört dazu, wenn etwas immer schlechter konzentriert ist als Nährstoff, dann gibt es immer Begleitstoffe. Das heißt, hier ist einmal dargestellt die Urankonzentration in Milligramm
Uran pro Kilogramm P von den in Deutschland verfügbaren Düngemitteln. Das sind eigene Untersuchungen. Das sind erschreckende Zahlen, denn die Ordinate, die Y-Achse, ist nicht linear, sondern sie ist logarithmisch. Das heißt, wir haben hier 10, 100, wir sind, kommen an bei einem Gramm Uran pro Kilogramm P. Auch das ist nicht gut. Das heißt, gerade unsere Düngemittel, die wir in dem städtischen Bereich haben, die wir in unseren urbanen Räumen haben, und wir wollen ja Kreisläufe schließen, sind mit Schwermetallen befrachtet. Das gilt für den Kompost, genauso wie den Klärschlamm. Und das gilt beim Cadmium, wie beim Uran, natürlich auch für den Phosphordünger. In vielen Fällen ist der Klärschlamm beim Cadmium zum Beispiel genauso schlecht wie der Mineraldünger. Aber das ist wichtig, diese Zahlen einmal sich, oder also nicht in der Dimension, das ist jetzt erstmal nicht wichtig, aber im Kopf zu haben, nämlich unser alternatives Modell führt dazu, dass wir entschädlichen auch. Nun sind wir in Deutschland gut gefahren in den letzten Jahren, wobei das Zahlen sind, muss ich dazu sagen, aus dem westlichen, also Bundesrepublik alt, sage ich jetzt mal. Wir haben in den letzten Jahren gewaltige P-Überschüsse in unseren Böden angehäuft. Man kann davon ausgehen, dass, der Kollege hat es gesagt, 15,2 Millionen Tonnen in unseren Böden lagern. Aber auch das ist eine endliche Ressource, aber sie ist da. Sie muss zumindest in den Blick genommen werden. So, Schließen von Phosphorkreisläufen. Ich hatte ja gesagt, wir scheiden mit unserem Kot und Haaren täglich Phosphor aus. Ob nun 1,7 oder 1,8 Gramm, es sind Ausscheidungen, es sind Lebensmittelreste, es waschen, putzen, all das gehört dazu. Und da kommt es darauf an, diesen Phosphor wieder zu gewinnen. Denn er ginge sonst in den Vorfluter, hier in die Saale, bei mir in der Lahn und dann in den Rhein und bei Ihnen, in die Saale gehen, glaube ich, in die Elbe, ne? Bin ich richtig? Da gab es immer so schöne Witze zur Wende. Es gab ja nicht einen westdeutschen Jungen, der wusste, wo eine Saale ist, ja? Aber das brauche ich nicht zu sagen. Wir waren so stark auf die Appalachen ausgerichtet, man kannte den Thüringer Wald nicht. Ja, das ist die Bilanz einmal. Wir brauchen in Deutschland, ich sage jetzt einmal, das sind die offiziellen Zahlen, ob wir alles brauchen, ist egal, ist nicht egal, aber hier egal, 170.000 Tonnen pro Jahr, das ist die Einheit Megagramm, Megagramm bedeutet Tonnen, 170.000 Tonnen pro Jahr. Wir hätten in Deutschland die Möglichkeit, 54.000 Tonnen Phosphor aus den Kläranlagen, den kommunalen Kläranlagen zu gewinnen. 54.000 Tonnen. Wir hätten aus dem industriellen Abwasser der Kläranlagen 15.000 Tonnen zu gewinnen. Sind immerhin schon mal fast 70.000 Tonnen. Also ein gutes Drittel, sage ich mal. Fast die Hälfte, sage ich mal 40%. Dann haben wir ein großes Potenzial in den Wirtschaftsdüngern, 444.000 Tonnen. Und zu guter Letzt noch die tierischen Nebenprodukte, die wir im Rahmen von den Tierkörperbeseitigungsanstalten haben, die wir nicht immer düngen dürfen, nicht nutzen dürfen, aber die wir nutzen könnten. Das sind nochmal 20.000 Tonnen. Das heißt, in Summe haben wir in unserer Bilanz 533.000 Tonnen pro Jahr. Und das heißt, ich könnte mit dieser Menge den Bedarf um den Faktor 3 decken. Das ist eine gewaltige Menge. Nur nutzen wir den Phosphor aus den Wirtschaftsdüngern? Also da gibt es Kapriolen, zum Teil nutzen wir ihn, aber es gibt auch so Agglomerationsräume wie Niedersachsen, das Oldenburger Land, wo die Schweinedichte so hoch ist, dass selbst noch Gülle über den Landwehrkanal per Schiff nach MacPom transportiert wird. Fragwürdig, Wasser transportieren auf dem Wasserweg. Aber bleiben wir nochmal bei den 69.000 Tonnen, also diesem Klärschlamm oder diesem Abwasserphosphor,
Das ist ein Weg, der von Seiten der Politik, der von Seiten der Wissenschaft mit Interesse verfolgt wird. Was passiert heute? Wir wissen alle, Klärschlamm ist ein Phosphorträger. Wir wissen auch, dass Klärschlamm mit schädlichen Dingen behaftet ist. Wo geht der Klärschlamm heute hin? Und das sind nicht geringe Mengen, ich glaube, es sind 250.000 Tonnen. Wo gehen die hin? In die Mitverbrennung von Kraftwerken, in Zementwerken. In Zementwerken wird Klärschlamm in Deutschland verbrannt und die Kläranlagen kriegen, die Zementverbrenner oder die E.ON-Kraftwerke kriegen dafür noch Geld und sie nutzen dann den Energiegehalt eines Klärschlamms, so viel Kohlenstoff ist da gar nicht drin, und im Zement ist dann der Phosphor verloren gegangen. Wir nennen das Dissipation. Das muss verboten werden. Ja, das sind diese 270.000 Tonnen. Es muss verboten werden und es soll verboten werden im Bund, Klärschlamm mitzuverbrennen. Aber es ist noch Praxis. Aber wir wollen in der Tat Regeln schaffen, der Bund will Regeln schaffen, dass bestimmte Düngemittel erst mitverbrannt werden dürfen, nämlich namentlich Klärschlamm, wenn ein Phosphorgehalt unterhalb einer bestimmten Schwelle ist. Wir wollen den Phosphor aus dem Klärschlamm zunächst rausholen, um ihn dann zu verbrennen, was dann vielleicht auch Sinn macht, zur Entschädlichung. Welches Gesetz kümmert sich eigentlich darum? Die ganze Landwirtschaft ist dort überhaupt nicht beteiligt. Es ist die Umweltpolitik. Wir haben in Deutschland und in Europa ein Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das ist ein dickes Gesetz mit vielen Paragraphen. Und da heißt es in diesem Paragraph Kreislaufwirtschaft für Bioabfälle und Klärschlämme. Es ist interessant, dass der Nutzer des Phosphors sich gar nicht mit der Frage beschäftigt, sondern die andere Seite. Also es sind Bioabfälle und so weiter. Seit 2015 sind sie überhaupt getrennt zu sammeln. Man dachte vielleicht, überall werden schon Biotonnen aufgestellt. Erst seit 2015 hat das zu erfolgen. Und so weiter. Da heißt es dann, welche Abfälle als Bioabfälle und Klärschlamme gelten. Getrennte Sammlung. Jedenfalls etwas in den Wert nehmen, in den Wert stellen. Darauf kommt es hier an. Und das ist hiermit ausgedrückt. Ja, wir haben in den letzten zehn Jahren viele Modellprojekte gehabt. Es sind Verfahren zur Rückgewinnung von Phosphor geschaffen worden, ein bunter Strauß, und es haben sich auch verschiedene Verfahren herauskristallisiert als marktfähig, wenn dann die Preise stimmen oder wenn der Gesetzgeber ein Zumischungsgebot von sogenannten Sekundärphosphaten ermöglicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in das System einzugreifen. Wir könnten mit dem Punkt 1 hier, das ist dieser hier, wir könnten direkt in den, jetzt sehe ich auch einen Pointer hier, wir könnten hier in den Abwasserstrom hineingehen, das heißt Rückgewinnungsverfahren aus der fließenden Welle machen, wir könnten aus dem Prozesswasser hier Ansätze bilden. Was ich im Augenblick andeute, ist eher entweder in diesem Fall anzugreifen oder sogar in dem Konzentrat in den Klärschlammaschen aktiv zu werden. Weil eine Klärschlammasche ist ein Konzentrat an Phosphor und dort macht es Sinn, dieses zu machen. Die Phosphormittel, Düngemittel, die auf diese Art und Weise produziert wurden, dahinter stehen verschiedene Namen. Ich will die jetzt nicht einzeln aufdröseln. Nur die beiden letzten kennen wir. Das ist das sogenannte Triple-Superphosphat, also ein in der Praxis tauglicher Mineraldünger. Das ist Rohphosphat, aufgelöst, geschlüsselt oder behandelt mit verschiedenen Lösemitteln, um die Verfügbarkeit des Phosphors abzubilden. Von Mineralsäure bis Zitronensäure, Ameisensäure und Ammoncitrat. Und Sie sehen, mit dem TSP, also mit dem Triple-Superphosphat, können sich viele Produkte durchaus messen lassen. Wir haben marktfähige, phosphorhaltige Düngemittel, die auf dem Boden eingesetzt werden können, die konditioniert sind, allerdings nicht für 100 Euro pro Tonne, was wir vorhin gesehen haben. Das ist nicht machbar. Eher Faktor 5 bis 10. Und was wir noch können,
Und das ist der große Vorteil. Wir können diese phosphorhaltigen Düngemittel, die es gibt, wobei ein Verfahren hier ein Sonderverfahren ist, das funktioniert nicht. Wir können die Schwermetalle um fast 100% reduzieren. Und dadurch, dass wir in die Aschen gehen und dort den Phosphor rückgewinnen, sind auch die organischen Schadstoffe, die Antibiotika, die noch drin sein können, oder Hormone, sind die ja auch vorher verbrannt, eliminiert. Das heißt, wir brauchen keine Angst zu haben, aus meiner Sicht, mit diesen Mitteln phosphorhaltige Düngemittel herzustellen. Es ist ein, wie ich finde, durchaus denkwürdiger, nachhaltiger Ansatz, mit diesem Lebensmittel Phosphor sorgsam umzugehen. Jetzt muss ich noch ein bisschen gucken. Ja, was gibt's noch? Ich dachte mir, wenn ich schon mal hierher komme, will ich Sie auch noch mal auf diese Nanomaterialien stoßen. Wir haben mal Versuche gemacht mit Nanomaterialien, die es so gibt. Das sind verschiedene Materialien, die wir einsetzen, also nicht wir, die aber in der Umwelt eingesetzt werden. Und Sie können mir glauben, der Mais, die Maiskeimlinge konnten die Nanomaterialien aufnehmen. Und wir reden immer über Schwermetalle und so weiter. Das sind für mich gar keine großen Schadstoffe mehr, mit Ausnahme von Cadmium, Uran, Quecksilber. Aber alles andere haben wir, glaube ich, im Griff, oder vieles haben wir im Griff. Aber wir müssen an die neuen Stoffe denken bei diesen Systemen und bei dem Schließen von Kreisläufen. Ja, und jetzt ein letztes. In der Tat, wenn ich an das Schließen von Kreisläufen denke, dann heißt es auch, dass ich überhaupt erstmal den Verlust vermindern muss. Effizienz, also nicht Abfälle erst zum Abfall werden lassen, weil jeder Abfall enthält ja Phosphor und andere Nährstoffe. Und ja, wir reden dort von großen Themen. Jährlich schmeißt jeder von uns durchschnittlich 50 Kilogramm weg in seiner Küche, in seinem Haushalt 50 Kilogramm weg zu einem Wert von 100 Euro. Dass es neben diesen anderen Verlusten noch Produktionsverluste kommt, Ernteverluste und so weiter, wissen wir auch. Also sorgsamer Umgang, Schließen von Nährstoffkreisläufen bedeutet für mich auch das Verhindern von Abfällen. Und um Ihnen das mal so ein bisschen deutlich zu machen, wie das denn aussieht, ich greife da mal ein bisschen vor. Wir entsorgen über den Abfluss, wir entsorgen über den Restabfall, über die Toilette, die Lebensmittel. Aber was wir entsorgen, das ist gewaltig. Wir machen so Abfall, Restabfalluntersuchung, ist ein bisschen eklig. Aber man guckt in der Tat immer dann in die Haushalte hinein, was es so alles gibt. Und mal so ein bisschen aufgedröselt. Also dieses Obst, meine Oma hätte sich geschämt, dieses Obst wegzuschmeißen. Sie hätte sich geschämt, Obst wegzuschmeißen. Bei uns wurde nichts weggeschmissen, hieß es. Denn im Krieg haben wir auch Kartoffelschalen gegessen. Und diese Äpfel, die waren nicht schlecht, also nicht alle. Sie sehen es, eine unangefangene Milka-Schokolade, Wurst, ist übrigens ein Rewe-Laden scheinbar, weil hier ist Brandenburger, steht dort, kann man auch noch sagen, wo es herkommt. Der Kaffee ist noch verpackt, die Joghurts sind zu. Ja, wir leben in einem Luxus und das war mir wichtig, wenn ich bei Ihnen bin, dann müssen wir in der Tat die Verhinderung von Lebensmittelabfällen gleichermaßen auf dem Schirm haben. Justus Liebig übrigens hat etwas erfunden, um Lebensmittelabfälle zu verringern. Das ist der Maggi-Fleischextrakt. Der wurde erfunden, um Rindfleisch aus Südamerika verlustfrei herzubringen. Man hat dort diesen Fleischextrakt in Südamerika hergestellt und dann diese Eiweißquelle hier produziert oder hier dann veräußert. Ist ja heute noch gang und gäbe. Und hier ist noch schönes Nutella-Glas. Also man hätte es essen können, ja? Gut, ist natürlich nicht so schön. Wie kann man dem Abhilfe schaffen? Eigene Untersuchung. Nutzt doch einfach einen Einkaufszettel. Aber gut, das ist jetzt zu viel. So, ich muss nämlich ein bisschen auf die Uhr gucken, damit meine Nachrednerin auch noch Zeit hat und wir diskutieren können. Also mein Fazit, lokale Stoffkreisläufe lassen sich schließen und sie bedeuten nicht nur den sorgsamen Umgang mit Nährstoffen, sondern sie bedeuten auch Ressourcen- und Klimaschutz.
Dazu sollte viel stärker auch in der Tat der Ressourcengebrauch von Düngemitteln in den Fokus genommen werden. Dann lokale Stoffkreisläufe beginnen bei uns, nämlich nachhaltiges Handeln muss wirklich bei mir anfangen. Und das Lebensmittel Phosphor ist als lebensnotwendiges Element besonders sorgsam zu behandeln. Das setzt voraus, dass wir es rausholen, dass wir es auch jetzt schon nutzen. Und wenn wir es nicht jetzt schon nutzen, sollten wir zumindest die Rohstoffquellen, in denen der Phosphor enthalten ist, die sich aber noch nicht wirtschaftlich ausbeuten lassen, auf sogenannten Deponien, Monodeponien, Zwischenlagern als sogenanntes Generationenlager, dann kann unsere Kinder vielleicht dieses Generationenlager einmal nutzen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich nachher auf die Diskussion und bis gleich. Vielen, vielen Dank, Herr Gitt. Ja, sehr gut. Hallo? Ah, sehr schön. Vielen Dank, Herr Gitt. Das war sehr, sehr interessant. Und gleich anschließend wird jetzt quasi Frau Pischinger dazu dann noch speziell darauf eingehen, wie es beim Bioland aussieht. So, sehr gut. Ja, und danach wird dann noch, aber vorab hatte ich eigentlich noch eine andere Frage. Hat jemand noch was hatten wir gesagt, quasi noch irgendwas, was er noch wissen will, nicht zur Diskussion beitragen, sondern ob er noch Verständnisfragen hat. Ja, dankeschön. Maike? Okay. Ich wollte einmal wissen, was heute mit der Klärschlammasche passiert überhaupt und ob es irgendein Verfahren gibt, Phosphor aus dem Meer zurückzugewinnen oder ob es da überhaupt irgendeine Forschung in die Richtung gibt. Meeresbodengeologie zu starten für den falschen Weg. Wenn das Wasser vielleicht, aber Konzentrationen sind noch nicht ausreichend genug. Ähnlich macht man es ja auch mit der Gülle nicht. Ich würde viel lieber die Nährstoffe schon aus der wasserreichen Gülle herausholen wollen. Was passiert gegenwärtig mit der Klärschlammasche? Sie geht auf eine Deponie oder sie landet, wie gesagt, bei dem Zementwerk im Beton. Aber der Bund plant, das Bundesumweltministerium, eine neue Klärschlammverordnung, in der wird es heißen, dass wir Monolager haben und diese Monolager dann anfangs für 10 Jahre, aber es wird wahrscheinlich länger dauern, dass sie dann dort gelagert werden dürfen. Man kann eine Deponie nicht einfach aufreißen, das ist das Problem, der Abfallrecht und blockiert sich manchmal. Muss man also eine eigene Deponie schaffen, um das dann zu lagern. Ja? Ich hätte einfach nur eine kurze Frage, wo der Uran herkommt, den Sie erwähnt haben in der einen Tabelle. Ja. Aus den Lagern. Man weiß, dass die Düngemittel, die gerade jetzt aus Marokko und so weiter, immer schlechter werden. Und das ist vergesellschaftet. Cadmium und Uran sind in den Düngemitteln automatisch, also in dem Gestein enthalten. Wenn ich das Phosphor raushole, ist gleichermaßen Cadmium und Uran dabei. Es gibt Vermutungen, auch Israel hat uranhaltigen Phosphor. Es gibt Vermutungen, dass manch ein Land sogar das Uran herausholt, aus eigenem Interesse. Ja, ich denke, wenn es keine weiteren Verständnisfragen gibt, dann machen wir mit dem nächsten Vortrag weiter. Okay, dann auch nochmal von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich fand die Initiative so klasse, diese Ringvorlesung zu machen, dass ich also trotz vieler, vieler Termine gesagt habe, das muss unbedingt gehen. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt auch heute quasi als letzte Rednerin hier noch die Möglichkeit habe, zu dem Thema was zu sagen. Es ist ein Thema, was uns als Bioland am Herzen liegt. Vielleicht, habe ich gedacht, wundert sich ja schon der ein oder andere, warum jetzt hier Bioland
Sie kennen ja vielleicht hier unser Zeichen, was sich ja auf dem Joghurt und auf den Lebensmitteln findet, hier herstellt und Forschungsthemen diskutiert oder gerade dieses Thema auch mit Ihnen diskutiert. Und von daher dachte ich mir, ich hole Sie mal ein bisschen da ab und erzähle Ihnen auch neben dem spannenden Thema, wie wir mit Phosphor und Kreislaufwirtschaft jetzt vorgehen, eben auch ein bisschen was dazu, was macht Bioland überhaupt, was ist Bioland, und gehe dann eben darauf ein, was Bioland an neuen Wegen zu denken plant in Hinsicht auf den Nährstoff- und Nährstoffkreislauf. Von daher, ja, was ist Bioland? Bioland ist ein Bauernverband schlicht und ergreifend, und zwar ein ökologischer Bauernverband. Und die Organisation, da will ich jetzt auch nicht genau drauf eingehen, ich will Ihnen nur zeigen, wir sind ein sehr basisdemokratisch organisierter Bauernverband. Das bedingt liegt in der Historie, in der Geschichte begründet, und es bildet sich bis heute ab. Wir haben Erzeugerbetriebe und Vertragspartner, also Verarbeiter. Das ist die Basis von uns, das sind 7000. Und über ein komplexes Gremiensystem und auch ein sehr aktives und gut funktionierendes Gremiensystem ist diese Basis, sind also unsere Praxis, unsere Praktiker organisiert und bestimmen quasi, was im Biolandverband läuft und wie der Biolandverband sich weiterentwickelt. Basisdemokratisch auch hat der Biolandverband schon vor einigen Jahren sich damit beschäftigt, wie sieht denn die Landwirtschaft der Zukunft für uns aus? Ja, und unter dem Motto Landwirtschaft der Zukunft haben dann die Mitglieder quasi von Bioland in Arbeitsgruppen diese 7 Prinzipien für eine zukunftsfähige Landwirtschaft entwickelt. Ich habe von diesen Leporellos so ein paar mitgebracht. Ich sehe, die sind schon alle, ein paar sind hier vorne auch noch. Da können Sie die mal mitnehmen und mal schauen oder auch im Internet eben mal aufrufen und nachschauen. Sind eben 7 Prinzipien definiert worden, wie wir uns vorstellen, dass eben Landwirtschaft zukunftsfähig weiter sich entwickeln muss und nach der die sich entwickeln muss, und sind eben niedergeschrieben. Die Landwirtschaft muss sich eben weiterentwickeln entlang der Prinzipien, so wie auch die Prinzipien sich weiterentwickeln, und muss gelebt werden. Und von daher ist der Verband bundesweit organisiert. Und ganz zentrales Element, was eben den Verband ausmacht, und dadurch ist es vielleicht auch bekannt, wenn jemand hier aus der landwirtschaftlichen Praxis ist, das ist die landwirtschaftliche Beratung. Und Sie sehen, Bioland ist bundesweit organisiert. Wir haben hier Landesgeschäftsstellen und wir haben eben auch 70 Berater bundesweit, die hier aktiv sind und die Mitgliedsbetriebe beraten und mit weiterentwickeln. Zur Geschichte. Woher kommt es, dass Bioland so organisiert ist, wie es jetzt dasteht, und warum überhaupt engagiert sich Bioland im Bereich Forschung und so aktiv in der Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus? Zur Geschichte ganz knapp, ist eine ganz spannende Geschichte. 1923, 20er, 30er Jahre fing an, Hans Müller, Dr. Müller, hat die Jungbauernbewegung gegründet. Und zwar war die Situation damals folgende: Die Landwirtschaft war sehr abhängig von der Industrie geworden, die ihnen auch Betriebsmittel bereitgestellt hat. Und die Landwirte haben diese Abhängigkeit von der Industrie sehr ungut empfunden. Und es hat eine gewisse Sinnkrise im Bauernstand hervorgerufen. Und er hat gehirnt und hat darüber nachgedacht, wie kann man hier Abhilfe schaffen. Und es ging eben darum, er hat versucht, Unabhängigkeit von der Industrie zu schaffen und den Bauern wieder ihre Selbstständigkeit wieder zurückzugeben. Er hat überlegt, wie das geschehen kann, und er ist dann auf Dr. Hans-Peter Rusch getroffen, besser gesagt auf eine wissenschaftliche Veröffentlichung. Und dann kam ihm der Gedanke auch, den vorher natürlich auch schon Herrn Professor Goeth vorgestellt hat, Kreisläufe zu schließen. Und zwar kam ihm das einfach so ganz logisch, als die Veröffentlichung The Cycle of Bacteria as Life Principle, Kreislauf der lebenden Substanz, als Lebensprinzip, hat er gesehen und hat gesagt, okay, und das übertragen wir jetzt auf ein landwirtschaftliches Produktionssystem. Und er hat sich zusammengetan, er, seine Frau und Dr. Rusch haben sich zusammengetan und haben daraus die Prinzipien des Ökolandbaus, die ersten, abgeleitet. Und das war eben das allererste Grundprinzip, geschlossene Kreisläufe.
Das war das eine. Und das andere, was sich auch daraus abgeleitet hat, Sie sehen schon, Dr. Rusch, Dr. Müller, ja, und seine Frau Müller, also quasi aus der wissenschaftlichen Richtung her, haben also da was abgeleitet und haben dann im späteren Verlauf mit den Landwirten immer im dialogischen Prinzip den Landbau weiterentwickelt, ja. Und von daher, Forschung als Praxisforschung ist also etwas, was Bioland und dem ökologischen Landbau, jetzt organisch-biologisch, zutiefst innewohnt. Und von daher eben Praxisforschung in Form von Wissenskommunikation. Also wir haben die Praxis, die ihre Fragestellungen hat, die aber auch ganz wichtige Impulse gibt. Wir haben die Berater, die das dann eben auch kommunizieren, teilweise auch filtern. Es sind ja oft nicht alles Forschungsfragen, was den Landwirt umtreibt. Es sind natürlich auch teilweise eben Wissensdefizite, aber das zu filtern und zu entscheiden, mit der Wissenschaft zu kommunizieren, das ist eben auch die Aufgabe der Beratung schon immer bei Bioland gewesen und so hat die sich auch weiterentwickelt. Diese Tradition darf ich glücklicherweise weiterführen. Seit 2 Jahren leite ich die Abteilung Forschung und Entwicklung bei Bioland. Und wir sind dafür zuständig, dass quasi das hier alles weiter sich entwickelt, dynamisch die Beratung, die Tierhaltung, der Pflanzenbau, auch ökologische, übergreifende Themen, Naturschutzthemen. Und ich habe Ihnen einfach mal so einen kleinen Einblick mitgebracht, was wir alles für Projekte am Laufen haben oder laufen haben werden. Also da sind Klimaschutzprojekte dabei, zum Beispiel hier das Sollmark-Projekt. Das hätte ich Ihnen gerne vorgestellt, allerdings ist die Zeit ein bisschen knapp, weil das auch ganz hier in der Nähe einen großen Betrieb hat, der sich da beteiligt als Pionierlandwirt. Wir haben Nachhaltigkeitsentwicklung von Betrieben, Themen dazu. Wir haben aus dem Bereich der Beratung Themen, wir haben Themen aus dem Bereich Pflanzenbau und auch aus dem Bereich der Tierhaltung. Also es geht wirklich die Entwicklung von einem Ökohuhn. Also wie muss das Ökohuhn der Zukunft aussehen, damit wir artgerecht halten können, damit wir artgerecht füttern können, bis hin zu Themen, wie eben beispielsweise die Nährstoffversorgung optimal gestaltet werden kann. Diese Themen, die bearbeiten wir auf EU-Ebene, auf Bundesebene und auch auf Länderebene. Das mal als kleinen Ausblick. Und jetzt gehe ich aber auf das Thema Nährstoffversorgung zukünftig gestalten ein, und zwar eben am Thema, jetzt am Beispiel von Phosphor. Ich denke, wir merken es zwar nicht, Herr Professor Geht, ganz richtig, wir merken nicht, Phosphor geht zur Neige, es ist aber Thema und es ist ein Thema, was generell in der Gesellschaft angekommen ist, am Beispiel von Phosphor. Glücklicherweise, da hat eine Sensibilisierung stattgefunden, in populärwissenschaftlichen Medien ist es publik gemacht worden. Es hat einen Höhepunkt so 2010, ich habe mich gewundert, da war der Phosphorpreis gar nicht so hoch, aber da war mal plötzlich so Alarm hoch, Phosphor ist ja total knapp, ja, und ohne Phosphor läuft es nicht. Läuft nichts. Also bis zur Apokalypse hin wurde quasi die Szenarien ausgemalt. Ich möchte Ihnen darstellen, warum im ökologischen Landbau nochmal ganz besonders Phosphor eine Rolle spielt. Sie wissen, dass im ökologischen Landbau Betriebsmittel, mineralische Düngemittel zum Großteil ein Tabu sind. Wir versorgen unsere Fruchtfolgen und unsere Pflanzen über die biologische Stickstofffixierung. Und ich will jetzt hier nicht genau im Detail drauf eingehen, ich möchte Ihnen nur zeigen, das sind hier Untersuchungen mit Klee, also mit einer Pflanze. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Agrarier jetzt hier zugegen sind oder Naturwissenschaftler. Auf jeden Fall, der Klee ist eine Pflanze, die ist in der Lage, Stickstoff eben zu fixieren. Und was ich hier links abgebildet habe, das ist ein Gefäßversuch, da wurde in Töpfen eben die Versuche durchgeführt. Sie können sehen, wenn die Pflanze nicht ausreichend mit Phosphor versorgt war, hat es mit der Stickstofffixierung auch nicht funktioniert. Und das hat natürlich im ökologischen Landbau dramatische Folgen. Wenn wir den Stickstoff nicht über die Leguminosen in das System reinkriegen, dann wird es ganz, ganz schwierig. Und von daher ist auch das ein relativ dramatisches Bild. Es sind Untersuchungen von Herrn Kolbe auf einigen Flächen im ostdeutschen Gebiet. Hier sind Bodengehaltsklassen, also Gehaltsklasse B ist für den ökologischen Landbau noch eine akzeptable und Sie sehen aber allerdings auch schon ein Fünftel ungefähr der Flächen liegt hier im Bereich A, sind also schon so weit abgereichert an Phosphor, dass im Prinzip das Pflanzenwachstum dadurch limitiert ist. Das ist also durchaus schon ein sehr alarmierendes Zeichen. Und
diese Abbildung soll Ihnen zeigen, das ändert sich auch ganz schnell. Wir haben in Versuchen herausfinden können, die in Gießen gelaufen sind, bei Herrn Professor Steffens am Lehrstuhl oder bei Herrn Professor Steffens betreut eben, dass pflanzenverfügbares Phosphor durchaus auf betriebsüblich bewirtschafteten ökologischen Flächen, also das ist jetzt nicht unbedingt ein Betrieb, der schlecht gewirtschaftet hat, aber durchaus 1 Milligramm pro 10 Jahre abnimmt. Ja? Also irgendwie ist so richtig nachhaltig beim ökologischen Landbau derzeit der Umgang mit Phosphor nicht ganz gewesen. Ja, was haben wir für Möglichkeiten im ökologischen Landbau, jetzt was zu machen? Ich habe schon gesagt, wir sind eingeschränkt. Und eigentlich war auch der Wunsch, dass ich ein bisschen was darstelle, die Bioland-Richtlinien. Ich habe mal kurz reingeguckt. Es sind ziemlich umfangreiches Werk, also kann jeder gerne auch im Internet angucken. Ich habe es jetzt mal ganz, ganz stark vereinfacht. Im Prinzip ist es so aufgebaut, die Richtlinien, die eben auch wieder basisdemokratisch abgestimmt worden sind und die weitergehend sind als jetzt EU-Öko-Richtlinien. Ja? Also es ist quasi eine verschärfende Form der EU-Öko-Gesetzgebung. Es gibt eine Positivliste, da ist alles drauf abgebildet, was man einsetzen darf. Und hier sehen Sie, wir haben die Möglichkeit, Dünger, Bodenverbesserung, Mittel von ökologischen Betrieben, Wirtschaftsdünger von konventionellen Betrieben auch im begrenzten Maße so mit Betriebskooperationen einzusetzen, organische Ergänzungsdünger, Bodenverbesserungsmittel und auch einige mineralische Ergänzungsdünger. Was heißt das jetzt in Bezug auf Phosphor? Wir haben 3 Möglichkeiten. Wir können Rohphosphat einsetzen. Wir können aber auch Mobilisierung von Phosphor ausnutzen. Wir haben im Boden große Mengen von Phosphor. Wir können also durch die Bewirtschaftung, durch den Anbau bestimmter Pflanzen auch über die Mobilisierung Phosphor in unsere Fruchtfolge, in unsere Pflanzen reinbringen. Ja, und wir haben betriebseigene Düngemittel. Allerdings ist es kein Nettogewinn. Ja, wenn wir aus dem Betrieb die eigenen Düngemittel einsetzen, kommt nichts in den Betrieb zusätzlich rein. Wir haben ja auch Verluste. Und von daher die Frage eben, ob wir da nicht dann eben noch den Kreislauf besser schließen können. Ich möchte Ihnen kurz noch zeigen, ich denke, es überschneidet sich jetzt einiges mit Herrn Professor Geth, Rohphosphat die Problematik darstellen. Dann will ich Ihnen zeigen, wie man auch innovativ durch pflanzenbauliche Maßnahmen das Thema Mobilisierung nochmal anschauen sollte, welches Potenzial da drin ist. Und eben dann nochmal auf das Thema, wie geht der Ökolandbau jetzt mit dieser ganzen Phosphor-Recycling-Frage um. Rohphosphat, die Wirksamkeit ist problematisch. Im konventionellen Landbau wird das Rohphosphat aufgeschlossen mit Säuren unter hohem Energieeinsatz. Das ist jetzt für, oder zumindest unter Ressourcenverbrauch, die Energie, das ist eine Sache, wie man es rechnet. Auf jeden Fall ist es für uns eben kein Thema. Von daher, was uns zur Verfügung steht, ist das reine Rohphosphat. Das Rohphosphat ist nicht pflanzenverfügbar, wenn der pH zu hoch ist, muss man einfach so sagen. Also Rohphosphat auf den Acker raufzuschmeißen, wo der pH nicht passt, das ist vergebene Liebesmühe und eigentlich im Prinzip auch keine sinnvolle Aktion, weil die Verfügbarkeit für die Pflanzen nicht gegeben ist. Es gibt einige Pflanzenarten, gehe ich nachher auch noch drauf ein, die sind durchaus in der Lage, eben das Rohphosphat aufzuschließen. Das sind sogenannte Mobilisierungsexperten. Aber prinzipiell erstmal ist es eine sehr problematische Sache. Die anderen Probleme, die Rohphosphat mit sich bringt, habe ich jetzt hier auch Herrn Professor Geth gerade mal zitiert, eben die Reserven sind endlich. Ich denke, die Diskussion, wie genau endlich, ist jetzt auch nicht entscheidend. Aber eine endliche Ressource sollte man eben auch sparsam und effizient nutzen. Die andere Problematik war auch gerade schon ausreichend ausgeführt, die Qualität der P-Reserven, die schwankt und sie sinkt natürlich, je weiter wir die Reserven, Ressourcen angreifen. Und von daher, kurzes Fazit, also Rohphosphat ist nicht der Königsweg, auch im ökologischen Landbau eben nicht eine sinnvolle Sache, wegen der schlechten Verfügbarkeit, der Endlichkeit, der abnehmenden Qualität und dann natürlich auch noch aus ökologischer Sicht ist der Abbau und der Transport von Rohphosphaten eben auch schwierig. Von daher kein nachhaltiger Weg. Spannend und durchaus eine Sache, die typisch auch für ökologischen Landbau ist, ist eben auch dieser effiziente Umgang mit den vorhandenen Ressourcen. Und von daher mal in den Boden geschaut. Das ist eine Berechnung, die ich mit Herrn Professor Steffens mal durchgeführt habe. Bei einem bestimmten aktuellen durchschnittlichen Phosphorgehalt im Boden
und einem angenommenen jährlichen Entzug von 20 Kilogramm P pro Hektar und Jahr reicht es, was so in der Ackerkrume vorhanden ist, an Phosphor für ungefähr 112 Jahre. Ja? Also wir haben in der Mobilisierung, das ist ein wichtiges Instrument, das kann man im Auge behalten und von daher ist es auch spannend, diese Vorräte effizient zu nutzen und sich zu nutzen zu machen eben. Und dafür gibt es ganz bestimmte Pflanzen, die sind besonders geeignet, die eben so Phosphormobilisierungsspezialisten quasi sind. Hier finden wir auch wieder ganz viele Leguminosen, die nämlich alle Protonen ausscheiden durch die Stickstofffixierungsaktivität und dadurch schaffen, die Rhizosphäre anzusäuern, aber eben auch Raps und Zuckerrüben. Und hier sehen wir mal ein schönes Bild. Das ist eine Lupine, die ist auf einer Petrischale angezogen und man sieht hier bei den Wurzeln, die hat so Wurzelhaarbüschel im Prinzip und hier in dem Bereich hat die den pH deutlich abgesenkt und durch diese Ansäuerung schafft sie es eben, dieses Rohphosphat oder auch die im Boden vorhandenen Phosphatquellen aufzuschließen. Und dass das einen ganz schönen Effekt hat, das ist jetzt vielleicht wieder eher was für die Landwirtsfraktion unter Ihnen, auf jeden Fall hier sieht man mal ganz schön, was das für einen Effekt hat. Hier abgebildet ist jetzt der Ertrag von Kulturen, der Ertrag von Spinat, der unterschiedliche Vorfrüchte hatte und die Phosphoraufnahme von Spinat, der unterschiedliche Vorfrüchte hatte. Und was man sehen kann, dass die Vorfrucht eine Auswirkung darauf hat, wie viel Phosphor verfügbar ist für die nachfolgende Frucht. Ja? Und man kann sehr schön sehen, dass die Phosphoraufnahme von Vorfrucht Ackerbohne und Lupine signifikant erhöht war im Vergleich zu der Phosphoraufnahme von dem Spinat, wenn Weizen vorher gewachsen ist. Und diese Effekte, die sind natürlich im ökologischen Landbau, da Phosphor immer begrenzend ist, bei uns in den Fruchtfolgen bildet sich das ab und diesem wird eben auch Beachtung geschenkt. Allerdings muss man auch einschränkend dazu sagen, es fehlen ausreichend Freilandversuche noch, um dieses System quasi in die Praxis richtig noch implementieren zu können. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz spannender und auch ein innovativer Ansatz, solche Strategien dann eben weiter zu verfolgen. Gut, wir haben gesagt, es reicht für 112 Jahre. Man muss aber berücksichtigen, Boden und Humus, das sind keine Nährstoffquellen im eigentlichen Sinn, sondern Boden und Humus, das sind Transformatoren, ja. Und es ist ein Speicher, kann es sein, für Nährstoff. Aber es ist im Prinzip keine Quelle, ja. Es ist immer verbunden, wenn wir eine Mobilisierung haben und einen Export von irgendwelchen Dingen. Wir wollen ja produzieren, die Landwirte, um zu verkaufen, die Produkte, ja. Also geht's raus aus dem Betrieb. Von daher haben wir den Export aus dem Betrieb. So, und dazu kommt's dann, und daher kommt dann eben auch hier nochmal dargestellt, dieser nicht geschlossene Kreislauf. Wir haben hier jetzt konventionell im Prinzip Phosphatabbau, Düngemittelproduktion, es geht in die Betriebe rein, Veredelung oder Nichtveredelung, egal, irgendwann gehen die Produkte einfach in die Städte, gehen die in den Konsumenten und dann kommt es eben, ich meine, das ist jetzt sehr plakativ hier, das wird direkt ins Meer gewaschen. Wir haben gerade schon genauer gehört, dass es eben auch diese Mitverbrennungsmechanismen gibt, aber egal, es gibt eben diesen offenen Kreislauf, es gibt diesen Bruch. Und von daher möchte ich jetzt darauf eingehen, eben eines der Prinzipien, und zwar sogar das erste, ist eben hier Grundprinzip, diesen Kreislauf zu schließen. Und wir haben auch in diesem Leporello ist es auch dargestellt, eben hier diesen Weg von den Konsumenten bis hin wieder auf den Acker. Das ist auch hier schon gestrichelt dargestellt. Ja. Also das ist schon uns auch bewusst, das ist für uns noch eine Sache, läuft es noch nicht rund. Ich habe das übrigens vor ein paar Tagen auf einer Wintertagung gezeigt, diese Folien. Da sagt einer, ruft einer gleich, einer von den Landwirten aus dem Publikum, habe ich doch schon immer gesagt, erst wenn wir die Städter schreddern, dann haben wir den Kreislauf rund. Ja. Also ganz so weit will ich jetzt heute nicht gehen, aber auf jeden Fall vom Prinzip her, das, was wir eben in die Städte bringen, ja, ist klar, muss auch wieder irgendwie zurück. Ja, und ich habe jetzt mal quantifiziert, ich denke, über die Zahlen brauchen wir nicht diskutieren. Ich weiß nicht genau, ob die sich, ich denke, sie entsprechen ungefähr auch den Werten, Herr Geht, die Sie gebracht haben. Aber ich wollte es einfach mal so darstellen, wie immens das ist, was wir an Potenzial haben,
welches uns zur Verfügung stehen würde. Wenn man jetzt mal sieht, aus der pflanzlichen Produktion und tierischen Produktion die Mengen, die hier jetzt abgebildet in Tonnen, also 100.000 Tonnen pro Jahr ungefähr grob aus der landwirtschaftlichen Produktion kommen. Nahrungsmittelproduktion, natürlich ein Teil wird über Exporte geht verloren, geht in die Haushalte und dort auch ein nicht unerheblicher Teil, wie man sehen kann, geht in Form von Abfällen, das hatten Sie ja auch schon ganz schön gezeigt, eben auch verloren. Aber nichtsdestotrotz, kurz gesagt, die Hälfte des Phosphors, was aus der landwirtschaftlichen Produktion kommt, ist im Prinzip, landet in den kommunalen Abwässern. Jetzt mal so ganz grob. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wie schaffen wir hier den Weg wieder zurück? Ich war jetzt auch davon ausgegangen, dass hier geht, diese ganzen Methoden ganz explizit darstellt. Ich denke aber auch in der Tiefe, wie es dargestellt war, reicht es. Es gibt sehr viele Methoden, was mich als jetzt Biolandvertreterin erstmal viel mehr interessiert hat. Ich habe Ihnen ja gesagt, basisdemokratisch, unsere Mitgliedsbetriebe, die treffen Entscheidungen, wie wir uns weiterentwickeln, war die Frage, wie ist es denn um die Akzeptanz von P aus Abwässern bei den Landwirten bestellt? Und von der Geschichte her, es war noch gar nicht, ich glaube, es ist bis in die 70er Jahre sogar noch zugelassen gewesen, sogar, dass im Ökolandbau Klärschlamm eingesetzt wird. Derzeit ist natürlich aufgrund dieser Schadstoffproblematik, Sie erinnern sich an die roten Pfeile und so, war das natürlich auch nicht mehr möglich, wenn man eben hochwertige, saubere Nahrungsmittel anbieten will, dass man das zulässt im Ökolandbau mit den hohen Qualitätskriterien. Gut, jetzt war für mich die Frage eben, welche Akzeptanzkriterien spielen eine Rolle? Was ist gewünscht von der Basis? Und dazu haben wir eine Studie gemacht mit der Universität in München, Ludwig-Maximilian-Universität in München, und zwar zur Akzeptanz von rezykliertem Phosphor. Der Herr Jedelhauser, Michael Jedelhauser, hat eine studentische Arbeitsgruppe mit hier beschäftigt. Das war eine Semesterarbeit, ein Semester lang. Und die haben sich da immens ins Zeug gelegt. Die sind dann zu ganz vielen solchen Gruppenabenden von unseren Landwirten in den verschiedenen Regionen gefahren und haben erstmal gesagt, haben das Thema vorgestellt und haben gesagt, was sind denn Kriterien, die eine Rolle spielen? Und dann haben sie im ersten Schritt erstmal Kriterien definiert und im zweiten Schritt, also das waren jetzt hier die Kriterien, die definiert wurden, also Schadstofffreiheit, klar, Streufähigkeit, Image und so weiter. Also es wurden Kriterien definiert, 8 Stück, und es war übereinstimmend in allen Gruppen relativ klar. Und dann war im nächsten Schritt aber das Ziel, dass man die auch noch gewichtet. Ja? Und dann haben sie also eine ganz große Umfrage gemacht, an die Biolandlandwirte verschickt, und dann war eben das Ergebnis, dass die in eine bestimmte Reihenfolge gekommen sind, diese Kriterien, und natürlich die Schadstofffreiheit, das ist das A und O. Weil es lässt sich natürlich auch an keinen Verbraucher kommunizieren, wenn wir die Schadstofffreiheit in den Lebensmitteln nicht garantieren können. Das ist gar keine Frage. Interessanterweise, und da sind die Ökolandwirte mittlerweile wahrscheinlich auch gebrannte Kinder durch das Rohphosphat, die Wirksamkeit. Ja, also es muss auch ein Dünger sein, der wirklich eine Pflanzenverfügbarkeit hat, einfach auch, weil man ihn dann bedarfsgerecht jetzt ansetzen kann. Dann gut erzogen, sensibilisiert für die ökologischen Gesamtprobleme, natürlich die Landwirte auch ganz brav geantwortet, der Energieaufwand in der Produktion und die Transparenz, Herkunft und Verfahren der Produkte. Also gleich das ganze System quasi auch noch mit zu betrachten, ist also von der Wichtigkeit auch ganz hoch eingestuft worden. Und jetzt kommt das Entscheidende, es ist vor dem Preis eingestuft worden. Und ich denke, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ich meine, auch durch die Preise, die man im Ökolandbau erzeugen kann, aber vor allem auch durch die Einstellung der Betriebsleiter, kommen also solche ökologischen Aspekte deutlich noch vor dem Preis. Und das war dann auch so ein bisschen der Grund, warum Bioland dann angefangen hat, sich zu engagieren. Wir sind auch Mitglied in der Deutschen Phosphor-Plattform, weil wir nämlich sagen, jetzt, wo die Verfahren sich entwickeln und wo innovative Techniken sich entwickeln können, wollen wir mit dabei sein und wollen eben unsere Kriterien mit reinbringen und wollen mit dahin wirken, dass eben Verfahren entwickelt werden, die sich für unsere Betriebe eignen. Genau, also Quintessenz, die generelle Akzeptanz ist da. Die gesetzliche Situation ist allerdings so, EG-Öko-Verordnung, wir können es aktuell noch nicht einsetzen. Tabu ist es nicht in der Positivliste drin, auch nicht EU-Öko.
Und von daher sind wir jetzt, das ist ein kompliziertes Verfahren, wie so eine Zulassung bei der EU läuft, da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, sondern es sind im Prinzip aktuell eben zwei Dossiers eingereicht. Das ist hier einmal aus Österreich über ein Calcinated Phosphate und ein Struvit. Das ist also ein Fällungsprodukt. Und die stehen jetzt zur Prüfung an, ob die zugelassen werden. Da gibt es aber noch kein Ergebnis und keine Prognose. Fazit für uns bei Bioland ist eben, nach diesen ganzen Dingen, dass man eben die, also klar, die Primärquellen müssen geschont werden, Einsatz von Rohphosphat, daher effizient muss der geschehen. Wir wollen phosphoreffiziente Kulturen auch einsetzen, also hier noch weiterkommen in den Produktionsverfahren. Wir brauchen genaue Bedarfsanalysen, um eben die Effizienz, wie Sie ja auch betont haben, weiter zu verbessern. Aber wir wollen auch die Kreisläufe schließen. Zum einen über Sensibilisierung, auch die Verlustpfade zu minimieren. Das ist ganz klar, Abfälle und so weiter. Und die Rückführungsmöglichkeiten eruieren und entwickeln. Dazu ist auch eine ganz spannende studentische Arbeit gelaufen, wer sich dafür interessiert, sehr schön von Professor Hess aus Witzenhausen betreut. Und ich finde das Fazit, was sie dann auch geschrieben hat, die Carlotta, finde ich schön und möchte ich Ihnen jetzt noch mit auf den Weg geben. Eben die Recyclingverfahren und die Verwendung der durch sie erzeugten Produkte können einen Beitrag zur Schonung der Ressource Phosphor sowie zur Schließung des Phosphorkreislaufes leisten. Der ökologische Landbau sollte dieser Phosphorquelle in Zukunft unbedingt eine umfassende Beachtung schenken. Und ich denke, dem Plädoyer, also kann ich mich anschließen. Ich erfahre bei uns in der Praxis eine ganz positive Resonanz dazu. Die sind sehr optimistisch, wollen es mitbegleiten, aber eben differenziert verschiedene Verfahren betrachten. Und von daher engagieren wir uns jetzt als Bioland in verschiedenen Projekten. DBU sind wir zum Beispiel in einem Projektantrag, wo wir eben versuchen, also auf EU-Ebene und aber auch auf Bundesebene, dass wir Bewertungsverfahren entwickeln können, damit wir die Verfahren unterscheiden können im Energieaufwand, Ressourceneinsatz etc. pp. Also da versuchen wir also moderne und innovative Verfahren eben mit zu fördern. So, jetzt habe ich Ihnen ganz viel zum Thema Phosphor und Bioland vorgestellt und hoffe, vielleicht haben Sie ein bisschen Lust oder Interesse, von manchen habe ich es auch schon gehört, bei Bioland mal mitzumachen, irgendwo sich einzubringen. Wir freuen uns über innovationsbegeisterte Leute, die mitmachen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, vielleicht in Projekten wissenschaftlicher Art zusammenzuarbeiten. Wir haben immer wieder Studenten, die zusammen mit uns Projekte machen, betreut natürlich an den Unis. Beratung suchen wir auch immer wieder Nachwuchs und interessierte Menschen, eben als Berater Praktikum oder einfach mal so in die Beratung reinzugucken. Ja, das noch so mit Ihnen auf den Weg gegeben und vielen Dank nochmal